ersten Tag denkt er sich erstmal, okay, was ist das und keine Ahnung. Dann merkt er, was er mit dieser Autokratie so eigentlich erreichen will. Das heißt also Gemeinschaft und dieses Ganze. Und das hört sich ja für ihn natürlich wunderbar. Und er denkt, okay, vielleicht gibt es da für mich auch, dass ich irgendwie angenommen werde oder sowas. Einfach mal in die Gruppe aufgenommen werde. Introvertierter Typ, der nicht so wirklich weiß, wo er hingehört, irgendwie auch zu Hause. Und der sich einfach mal probiert, durchs Leben zu kämpfen. Er will auf jeden Fall irgendwie mit Leuten reden können und sich austauschen. So, aber da hat er einfach nicht die Möglichkeit. Zu Hause wird er halt nicht wirklich ernst genommen. Die denken von ihm immer noch, das ist der kleine Junge, der 12 ist, 11 und keine Ahnung. Er kann sich nicht entfalten, er hat nicht seine eigenen Ideen.